Hey Leute, in dem Video möchte ich euch nun das allzeit beliebte Thema Overlays näher bringen. Und zwar habe ich mir jetzt hier auch mal wieder unseren Campus Garden als Hintergrund rausgesucht. Setze den jetzt hier ein. Und mit dem Narrator schreiben wir jetzt hier einfach mal Overlay hin oder Verwendung. Overlays. Und dann schauen wir uns einfach mal oder laden uns schon mal unseren Previewer und platzieren als nächstes direkt unser erstes Overlay. Wir gehen dazu in unseren Overlay-Katalog, also das findet ihr auch hier im Add. Mit der mittleren Maustaste öffne ich das jetzt mal parallel. Hier in unserem Art-Katalog habt ihr eben hier auch den Reiter Overlays. Wenn ihr den anklickt, habt ihr hier einige Standard-Overlays. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier eure eigenen Overlays hochzuladen. Da gibt es einige Leute, die welche anbieten. Unter anderem findet ihr auch auf meiner Webseite Overlays. Also einfach auf viasvitae.de und dann könnt ihr hier im Menü auf Overlays klicken. Passwort verrate ich euch jetzt hier auch, ist ganz einfach V. Also ihr werdet nochmal nach einem Passwort abgefragt, da habe ich auch einige Overlays hochgeladen. Sicher findet ihr aber auch bei Instagram ganz viele Leute, die weitere Overlays anbieten. Zu meinen eigenen komme ich vielleicht in einem weiteren Video, wie ihr die runterladen könnt, wie ihr die einbinden könnt. Jetzt wollen wir uns erstmal hier mit den Standard-Overlays beschäftigen. Und zwar könnt ihr hier unten beispielsweise nun dieses Table Fruit. Dann kopieren wir uns einfach den Namen, gehen zurück in unser Skript und schreiben nun hinter den Background ein Leerzeichen. Dann schreiben wir Riff. Wieder ein Leerzeichen, kopieren unseren Table Fruit, also unseren Overlay-Namen hier rein. Und wenn wir das jetzt ausführen lassen, wird er schon einfach irgendwo an seinem Standardplatz platziert. Mal schauen, ob wir den dann zu Gesicht bekommen. Ja, wir sehen hier schon die Ecke von unserem Overlay. Also so einfach bindet ihr das schon standardmäßig ein. So viel auch erstmal zu dem ersten Video. In den nächsten Videos werde ich euch noch zeigen, wie ihr das Overlay anderweitig platzieren könnt, wie ihr Personen dahinter oder davor setzen könnt und was sonst noch so mit Overlays möglich ist.